Inklusion ist ein Thema, das wie kaum ein anderes gegenwärtig polarisiert. Die Frage, ob Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Voraussetzungen innerhalb einer Klassengruppe, einer Klasse selbst, innerhalb einer Schule unterrichtet werden sollen und können oder auch nicht, diskutieren nicht nur Eltern, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern insbesondere auch die Politiker. Auffällig ist, dass man die bisherigen Förderschulen ziemlich weit flächendeckend abgeschafft hat, beziehungsweise dass nur noch ganz wenige nachgeblieben sind, zum Beispiel im Bereich der geistigen Entwicklung oder der körperlichen und motorischen Entwicklung. Aber die meisten Schulen, die es vorher gegeben hat, wie zum Beispiel die sogenannte Lernbehindertenschule, die ist abgeschafft worden. Da fragt man sich dann, ist das eine richtige Entscheidung gewesen oder nicht, wenn man sagt, es muss eine Schule für alle geben. Was das aber für den Musikunterricht bedeutet, das wollen wir heute versuchen herauszubekommen mit zwei Fachleuten, die bundesweit tätig waren und sind. Was kann ein Musikunterricht in einem inklusiven Kontext leisten? Das heutige Thema lautet Inklusion im Rahmen der allgemeinbildenden Schule, ein Thema, das ausgesprochen virulent momentan in der Lehrerdiskussion ist und das wir versuchen, etwas genauer und etwas präziser zu beschreiben, und zwar diesmal unter dem Gesichtspunkt des Musikunterrichts, der dort an den Schulen erteilt wird. Inklusion, dazu haben wir eingeladen Herrn Huhn. Er ist Lehrer an einer Schule, die sich speziell mit der motorischen und körperlichen Entwicklung befasst. Das ist die Schule am Hirtenweg in Hamburg. Er ist gleichzeitig Mitglied des Bundesvorstandes des BMU, das ist der Bundesverband Musikunterricht. Und wir haben Dr. Björn Tischler, der ebenfalls im BMU, also des Bundesverbandes Musikunterricht, als Referent über lange Jahre schon gearbeitet hat, der von Haus aus ebenfalls Sonderpädagoge ist und gleichzeitig über lange Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kiel gearbeitet hat, der zusätzlich am IQSH, dem Institut für Qualitätsentwicklung der Schulen in Schleswig-Holstein, gearbeitet hat im Bereich der Sonderpädagogik. Und mit Ihnen wollen wir ein wenig genauer fassen, was bedeutet es eigentlich, inklusiv zu arbeiten. Frage als erstes an Herrn Dr. Tischler. Welche besonderen Aspekte Ihrer Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind berücksichtigt worden und müssen berücksichtigt werden, wenn man mit Kindern und Jugendlichen musikalisch dort arbeitet? Ja, ich habe 35 Jahre lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Krankenhauslehrer gearbeitet und eigentlich gar nicht für die Musik, sondern das hat sich ergeben, weil die Probleme der Schüler, psychische Störungen, psychosomatische Störungen, bipolare Störungen, oft Schulprobleme hatten und eigentlich erstmal es um Beziehungsarbeit ging. Und ich sage es jetzt mal ganz platt, statt Mathematik gehen wir mal an Schlagzeug und haben dort musikalisch gearbeitet. Es waren dort oder es sind dort Kinder aus schulpflichtigem Alter von 6 bis 18 mit allen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Störungen, die es gibt. Mit Schwerpunkten, mit aggressiven Kindern, mit ADHS, also Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörungen, dann mit Depressionen, mit Essstörungen, Angst- und Zwangsstörungen. Das sind so die entscheidenden Symptome, mit denen sie gekommen sind. Darf ich kurz dazwischen fragen, ist dann die Arbeit eigentlich eine von Mensch zu Mensch, will sagen Schülerinnen und Schüler einerseits und Ihnen andererseits als Förderschullehrer, oder arbeiten Sie mit Gruppen zusammen? Beides. Die Psychiatrie ist in dem Sinne ja keine inklusive Institution, ja, sondern die Schüler, die dort sind, die Patienten sind
wenn man so will, exkludiert aus der Regelschule, wenn sie stationär sind. Es gibt auch noch ambulante Formen in der Klinik. Aber ich zitiere mal Jörg Kastel 2013, der sagt, es gibt keine Gesamtinklusion in der Gesellschaft, sondern immer nur in spezialisierten Funktionssystemen. Und genauso wie die Musikhochschule ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein spezialisiertes Funktionssystem in der Gesellschaft. Innerhalb dieses Funktionssystems haben wir durchaus die Inklusion. Also ich habe in einer Gruppe mit sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen gearbeitet. In einer Gruppe von der Lernbehinderung bis zum hochbegabten Abiturienten oder Abiturientin. Das war aber nur eben in Kleingruppen und einzeln. Können Sie einmal ganz konkret beschreiben, wie das Ziel Ihres Arbeitens dann ist, innerhalb des Gesamtkomplexes ein Jugendlicher wird eingewiesen in die Einrichtung und er hat jetzt mit Ihnen zusammen Musikunterricht, in Anführungsstrichen einen ganz besonderen Musikunterricht. Und was ist dann das Ziel dieses Arbeitens mit ihm? Ja, also die Kinder und Jugendlichen, die eingewiesen wurden, also im schulpflichtigen Alter, sind das aufgrund von Problemen, Konflikten im Elternhaus zum Beispiel oder Leistungsproblemen, Versagen, Auffälligkeiten des Verhaltens in der Schule oder auch im außerschulischen Bereich, dass sie irgendwie auffällig geworden sind. In der Klinik gibt es ein ganzes System von Therapie, von Klinikschule, von erzieherischen Maßnahmen, ergotherapeutischen, physiotherapeutischen. Es ist ein ganzes Team, mit dem besprochen wird, wie die Behandlung verlaufen soll. Ist es nur eine einwöchige Diagnostik oder ist es eine mehrmonatige Therapie? Darin ist die Arbeit, die ich gemacht habe, enthalten, die Musik. Sie gehört nicht direkt zur Schule, sondern ich habe die Patienten aus dem Unterricht herausgenommen. Es wurde vorher im Team besprochen, welche Kinder in die Musik kommen sollen, in welcher Gruppe, in welcher Größe. Einzelne, die noch nicht gruppenfähig waren oder nicht mehr waren, mit denen habe ich einzeln gearbeitet, meistens so zwischen 3, 5, 6, höchstens mal 7 Jugendliche oder auch Kinder. Die Musik war Pflichtprogramm. Die durften sich also dem nicht entziehen, auch wenn sie Musik nicht gut fanden, was mir in 35 Jahren ein einziges Mal vorgekommen ist. Aber ich habe dann, kommen wir vielleicht nachher noch darum, auch einen Weg gefunden, dorthin zu führen. Es ist also nicht vergleichbar mit dem schulischen Unterricht. Ich bin selber Pädagoge, aber in einem therapeutischen Setting, mache aber keine Psychotherapie. Und ich in der Schule war nachholen viel, Schulprobleme, in der Psychotherapie die sonstigen Probleme. Es ging also immer nur um Probleme, in der Musik nicht. Viele sagten immer, ja, du hast ja dann und dann Musiktherapie bei Herrn Tischler. Sage ich, nein, keine Musiktherapie. Du hast Musikunterricht. Nein, du hast Musik. Und was das Ziel ist, das habe ich den Jugendlichen oder Kindern direkt auch gesagt. Ich sage, ich habe zwei Ziele mit euch. Das eine heißt wahrnehmen, hören, aufeinander hören. Und das zweite ist loslassen, miteinander in Beziehung treten, miteinander kommunizieren. Und wie wir das machen, da sind wir völlig frei. Wir haben keinen Lehrplan, wir haben nichts, das können wir zusammen entscheiden. Und ich gebe euch ein paar Impulse und dann können wir darüber reden, wie wir das finden und was wir verändern können. Können wir mal Herrn Huhn fragen, können Sie sich dem anschließen, dass man eigentlich sagt, hier, wir haben das Ziel, Kommunikation aufzubauen mithilfe der Musik, aber wie wir das inhaltlich machen, entscheiden wir aufgrund unserer Bedingungen? Ja, generell ja. Ich finde, da ist ganz viel drin in diesen therapeutischen Aspekten, was wir eigentlich auch für den Musikunterricht an der Schule adoptieren können, in jedem Fall. Wir haben aber immer auch noch tatsächlich mit Bildungsplänen zu tun. Und ich finde auch mit einem Bildungsanspruch aller Schüler, also auch der Förderschüler. Und insofern ist es
ich sage mal, nicht so ein komfortables Setting in Anführungszeichen, dass wir sagen können, wir können sozusagen auf andere Parameter ganz verzichten. Aber das macht im Prinzip auch die große Streuung aus, mit der wir es dann im Unterricht in der allgemeinbildenden Schule, und dazu gehören die Sonderschulen nebenbei gesagt ja auch, aber ganz gleich, ob inklusives Setting oder Förderschulsetting, da ist die Streuung auch in Bezug auf die Anforderungen recht groß. Das bedeutet auch, dass Sie in Ihren Lerngruppen eine große Leistungsspreizung haben? Ja, mit Sicherheit, genau. Ich arbeite zwar in einer Förderschule, sage aber immer gerne, wir betreiben schon auch Inklusion in unserer Schule, insofern, als dass wir es insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren mit einer zunehmend großen Heterogenität zu tun haben. Also an unserem Förderschwerpunkt haben wir tatsächlich Schüler mit ganz basalen Fähigkeiten, auf die wir dann auch eingehen, bis hin zu Schülern, die an unserer Schule einen Schulabschluss machen wollen und das auch können. Das sind vielleicht 25% maximal, aber immerhin. Und da kann man sich vorstellen, dass in einem solchen Spektrum viel abzudecken ist und deswegen auch das Anforderungsniveau sehr weit aufgefächert ist. Darf ich das kurz ergänzen? Gerne. Weil ich ja auch in der Schule gearbeitet habe. Und ich denke, man muss da gut unterscheiden, auch wenn wir viele Parallelen haben. Aber es ist ein anderer Kontext. Und darauf lege ich sehr, sehr viel Wert. Die Inklusion wird oft so pauschalisiert, alle hinein in eine Schule für alle. Und ich habe ja schon vorhin zitiert, dass ich sowas für teilweise problematisch halte auch. Es gibt Grenzen, einfach auch einer Institution Schule. Da haben wir zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der ich gearbeitet habe. Und dort herrschen natürlich auch andere Ziele, auch Hinblick mit Schule. Wir haben dort auch eine Klinikschule. Da wird versucht, die Schüler wieder an die Regelschule heranzuführen. Und ich hatte eben mehr den zwischenmenschlichen Bereich und die Musik als Mittel der Entwicklungsförderung benutzt. Ich sehe aber auch, dass die Musik im durchgehenden Musikunterricht und durchgängigen Musikunterricht in der Schule einen anderen Schwerpunkt hat. Ich lege sehr viel Wert darauf, das zu unterscheiden, obwohl es sehr viele Berührungspunkte und Überschneidungen gibt. Ich habe dort auch ein Modell entwickelt und das ich in einer Grafik verdeutlicht habe, wo die Schwerpunkte von Pädagogik und Entwicklungsförderung, sage ich mal, herausgearbeitet sind, also von Allgemein- und Sonderpädagogik, obwohl die natürlich zusammengehören. Den Therapiebegriff lasse ich da mal raus, weil das sehr in die Psychotherapie gilt. Das ist eine Arbeit von Psychologen und Medizinern. Ich unterscheide das auch noch. Aber die Entwicklungsförderung benutzt eben die Musik als Mittel. Und es geht da nicht um Musiklernen, was natürlich auch ein Nebenprodukt ist. In der Schule sehe ich es umgekehrt. Es geht auch um die Vermittlung von Musik als Kultur, auch in einer Sonderschule oder in einer Förderschule. Eine Frage an Sie, Herr Huhn. 2009 gab es eine UN-Konvention, die führend gewesen ist dann für die anschließende Einführung der Inklusion in den 16 deutschen Bundesländern. Ich lese das einfach mal vor. Inklusion im Bildungsbereich bedeutet, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen. Kann man davon ausgehen, dass dieses heute umgesetzt ist? Also ich möchte einmal voranschicken, dass das, was Sie jetzt beschreiben, gilt eigentlich unter gewissen, in gewisser Hinsicht in Deutschland schon lange. Dass tatsächlich alle Schüler mit den verschiedensten Förderschwerpunkten oder auch anderen Diversitätskriterien Zugang zum allgemeinbildenden staatlichen Schulsystem haben. In welcher Form ist nochmal eine andere Frage. Das ist ein stark spezialisiertes System gewesen, schon seit den 60er Jahren in Deutschland. Insofern kann man darüber streiten, ob dieses hier formulierte Ziel in Deutschland nicht schon ohnehin in Teilen erreicht war. Aber im Grunde genommen pflichte ich dem bei, dass eigentlich dahinter steht ja die Frage nach Teilhabe, ob wirklich alle Schüler partizipieren können, in dem Fall am Musikunterricht. Und das bedeutet für uns einfach, dass wir Unterricht so gestalten müssen, dass niemand jetzt wegen einer Beeinträchtigung oder irgendeiner Einschränkung am Musikunterricht
vom Musikunterricht ausgeschlossen ist. Das heißt, anders formuliert, dass wir den Unterrichtsgegenstand so zugänglich machen müssen, dass alle daran partizipieren können und insofern auch die UN-Konvention erfüllen oder den Forderungen entsprechen können. Darf ich das wieder ergänzen kurz? Denn das ist, das Fach Musik ist geradezu prädestiniert für, denke ich, für die Inklusion. Denn von einem Erlebensaspekt aus, vom musikalischen Erleben her, ist jeder Mensch erlebensfähig. Und ich möchte mal Watzlawick umdeuten. Man kann nicht nicht kommunizieren, hat er gesagt. Und ich sage, man kann nicht nicht Musik erleben. Jeder Mensch, und wenn er noch so schwer behindert ist, kann Musik erleben. Wenn er taub ist, kann das über Vibration oder Sonstiges, es geht nicht. Ich würde sogar so weit gehen, man kann nicht nicht Musik machen. Also ich hatte Schüler auch in fremden Klassen, die haben dann verweigert, die haben nicht mitgemacht. Herr Tischler, der Peter, der macht nicht mit, der findet das doof. Und dann habe ich ihn so eingebaut, umgedeutet und ihn dann bewusst nicht mitspielen lassen, und aber auf ihn gezeigt, und hat er nicht mitgespielt. Auf einen anderen, der hat mitgespielt, habe ich gefragt, ja, was hat er gemacht? Musikalisch gesehen, ja, die Pause. Also ist er auch mit einbezogen worden. Es darf nur nicht ironisch sein, aber jeder ist einzubeziehen, und musikalisches Erleben ist mit jedem Menschen, denke ich, möglich. Und alleine das Hören allein ist das, ja, auch, ja, eine menschliche, ja, Aktivität, die jemand in der Situation dann ausüben, ja, kann. Wie gesagt, und selbst wenn man nicht hören kann, sehen beim Tanzen oder durch Vibration oder so, ist es immer möglich. An Sie beide die Frage, denn Sie haben an einem Papier gearbeitet, das der Bundesverband Musikunterricht entwickelt hat. Sogar federführend haben Sie da beide mitgearbeitet. Und da heißt es: Der Bundesverband Musikunterricht tritt für eine systemische Offenheit, die der Heterogenität und Diversität der Schülerschaft gerecht wird, ein. Auch Formen äußerer Differenzierung in verschiedenen Schulformen oder speziellen Klassen oder besonderen Veranstaltungen können und müssen möglich bleiben. Meine Frage: Nehmen Sie damit ein Stück weit das wieder zurück, was sozusagen die radikale Inklusion fordert? Also, das ist eine wichtige Frage. Wir beziehen uns da ja mit diesen Forderungen unter anderem nicht nur auf theoretische Überlegungen, sondern auch auf Rückmeldungen, die wir nach einer Online-Befragung von weit über 800 Musiklehrkräften bekommen haben, die uns schildern sollten, wie ihre Erfahrung mit Inklusion im Musikunterricht zu bewerten sind. Und die Rückmeldungen waren so, dass tatsächlich die Bewertungen der meisten Kollegen suboptimal waren in Bezug auf die Situation, die sie vor Ort jetzt erleben, in einer Situation, in der sie das ausführen, was ihnen sozusagen von der Bildungsbehörde, ich sag mal, verordnet oder empfohlen worden ist. Aber es ist tatsächlich eine bildungspolitische Entscheidung gewesen. Und daran knüpfen sich dann Überlegungen, woran mag das liegen, und haben wir vielleicht die Möglichkeit, parallel zu einem, ich sage mal, wie Sie sagt, einem streng inklusiven Modell auch ein dual inklusives Modell zu denken, wo wir jetzt nicht uns festlegen auf eine Beschulungsform, sondern durchaus auch erlauben, die Konstellation so zu konstruieren, dass sie für die Schüler, um die es am Ende geht, ein möglichst gutes und lernförderndes Setting erreichen. Das ist eigentlich die Absicht dabei gewesen. Und deswegen gucken wir auch sehr danach, was kommt am Ende eigentlich beim Schüler an, Modell A, B oder C. Anspruch und Wirklichkeit. Natürlich ist Inklusion eine Idealisierung, eine Utopie, die, denke ich, kein Mensch ablehnen kann, der human denkt. Und dass man in diese Richtung streben muss. Es gibt Menschen, die das sehr radikal tun wollen und so wie es und auch verwaltungstechnisch umsetzen, so wie das in Italien in den 80er Jahren war. Von einem Tag auf den anderen wurden alle Schüler mit Behinderung in die Regelschule integriert. Integration war es damals. Und egal, ob es klappte oder nicht, das ist so. Auch die Psychiatrie wurde abgeschafft.
Das hat man allerdings wieder rückgängig gemacht, weil man einfach gemerkt hat, es sind Grenzen, es geht nicht. Mit der Schule ist es dort immer noch so, aber die hatten dort zum Beispiel gar kein entwickeltes Sonderschulsystem, sondern die wurden nach Österreich zum Beispiel, die meisten in große Heime dann ausgeschult, wenn man es wirklich dort beschult. Man muss also die Historie sehen und die Realität und dann, wie gehe ich vor, um Inklusion zu optimieren. Ich denke, ich kenne einige Leute, die sehr radikal denken und von denen ich sehr viel halte. Und ich denke, manchmal ist es notwendig, um überhaupt was zu erreichen, also noch eine Stufe stärker zu gehen und sagen, wir brauchen eine Schule für alle. In Schleswig-Holstein haben wir kaum noch Förderschulen mit dem, oder Förderzentren heißen die bei uns, mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die sind nahezu alle in Regelschulen, aber die Förderzentren gibt es noch, auch als Schulen ohne Schüler. Das heißt, wir müssen sehr differenzierte Systeme sehen. Die Schule ist auch, und genauso ist es mit dem Förderschwerpunkt Sehen in Schleswig, die sind alle irgendwo in Regelschulen, die Schüler. Das Kollegium ist aber in Schleswig noch, nur das fährt überall herum und betreut eben die entsprechenden Schüler. Dann gibt es Kooperationsmöglichkeiten, also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, in einigen Fächern zusammen, in anderen nicht, mit Projekten. Also ich denke, diese ganzen Möglichkeiten, vor allen Dingen die Kooperationsmöglichkeiten, gerade auch in Musik, da sehe ich sehr viele Möglichkeiten. Und diese Differenzierungen, die sind für mich wichtig. Ich wehre mich gegen Pauschalisierung, auch wo man sagt, die Kinder mit Behinderung werden alle etikettiert, es gibt keine Behinderung, jeder ist behindert oder nicht behindert. Und dieses radikale Denken vertrete ich nicht, weil es der Realität einfach nicht entspricht. Aber ich denke, dass solche radikalen Aussprüche schon auch mit dazu beigetragen haben, überhaupt etwas in Bewegung zu bringen. Herr Huhn, in Hamburg, welche Förderschulen sind noch sozusagen nachgeblieben, die also weiterhin Bestand haben? Es gibt ähnlich wie in Schleswig-Holstein noch diese sogenannten regionalen Bildungsberatungszentren, die ehemals die Förderschulen waren oder noch weiter früher Hilfsschulen genannt, die als Schulstandorte weitgehend geschlossen sind und jetzt als Beratungsinstitution dezentral fungieren. Und an speziellen Sonderschulen gibt es nur noch den Förderschwerpunkt Sehen, als Schule auch bei uns in Hamburg, Hören. Ja, und genau, das sind also im ersten Fall die Sehbehinderten und Blinden, im zweiten Fall die Schwerhörigen und Gehörlosen und den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, früher Schulen für geistig Behinderte und den Förderschwerpunkt Körperlich-Motorische Entwicklung, früher genannt Schule für Körperbehinderte. Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass es ja so etwas auch wie ein Bildungsziel gibt. Jetzt ist die Frage für zum Beispiel ein Gymnasiallehrer, eine Gymnasiallehrerin im Fach Musik. Wie erreiche ich meine Bildungsziele, die ja vorgegeben sind, jeweils stufenweise vorgegeben sind? Die Kompetenzbeschreibungen liegen vor, aber ich habe eine ganz unterschiedliche Situation, zum Beispiel eben von dem, was man früher als verhaltensauffällig bezeichnet hat. Einerseits also die Frage der psychischen Entwicklung, andererseits habe ich Schülerinnen und Schüler, die im Bereich Lernen gefördert werden müssen, und ich habe diejenigen, die ganz in Anführungsstrichen normal, und wir wissen alle, dass der Begriff normal sehr fragwürdig ist, die aber in herkömmlicher Art und Weise beschult worden sind. Da gibt es dann ja immer diesen lockeren politischen Spruch, da müsst ihr differenzieren. Gibt es auch Grenzen der Differenzierung? Das ist wieder eine sehr schwere Frage. Also zum einen, wenn Sie jetzt die Aufspreizung des Anforderungsniveaus von gymnasialer Anforderung bis zur basalen vielleicht aufführen, da behilft sich ja sozusagen die Bildungsbürokratie mit der Unterscheidung der Begriffe zielgleichen Unterrichts und zieldifferenten Unterrichts.
Also jemand, der zielgleich nach Bildungsplänen jahrgangskonform unterrichtet wird, wird sicherlich diese zielgleichen Angebote und Lernkompetenzen anstreben und erreichen können und entsprechende Bildungsabschlüsse erreichen. Wenn ich zieldifferent unterrichte, muss ich das nicht notwendigerweise nach demselben Bildungsplan ausrichten. Ich kann es nach einem Bildungsplan einer Förderschule ausrichten oder mehr noch und präziser noch nach einem individuellen Förderplan, der für die Schüler, die einen Förderschwerpunkt aufweisen, in einer speziellen Förderdiagnostik auch ermittelt werden kann. Und dann gilt es, diese individuellen Förderziele zu erreichen. Aber, und ich betone, im gemeinsamen Kontext, im Idealfall, und auch im Idealfall so, dass der gemeinsame Unterrichtsgegenstand so aufbereitet ist, dass sozusagen diese verschiedenen Ziele auch innerhalb eines Kontexts erreicht werden kann. So, das ist im Grunde genommen das hehre Ziel. Ich habe ein interessantes Beispiel gerade im Fernsehen gesehen. Ein Kind, eine Jugendliche kurz vor dem Abitur, ich glaube 12. Jahrgangsklasse, ist gehörlos, immer stärker geworden. Sie kann also ganz normal sprechen, aber konnte nicht mehr hören. Und um das Abitur zu machen, wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, es gibt, glaube ich, nur eine in Deutschland, in Essen, gibt es ein Gymnasium, wo man als gehörloser Mensch das Abitur machen kann. Man braucht die Übersetzer der Gebärdensprache. Das hat man hingekriegt, diese Schule, dieses Gymnasium. Sie braucht ständig in der Klasse zwei Personen, die gebärdenmäßig übersetzen, was im Unterricht passiert. Die müssen sich nach einer Viertelstunde abwechseln, weil das sonst zu anstrengend ist. Das ist natürlich auch finanziell, muss das erstmal, das ist überhaupt eine Frage, auf die kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, oft eine Frage des Finanziellen, was gebe ich rein in die Inklusion. Das ist eine Sache. Ich denke, das ist eine gelungene Inklusion, wo so eine Schülerin mitgetragen werden kann, die anderen auch kennen, wo die Peer Group, wenn man so will, auch da ist, mehr oder weniger. Was anderes ist, wenn ich schon vom Gymnasium rede, wenn da ein Kind mit einer geistigen Behinderung ist, ist das für mich ein Widerspruch. Denn solange wir ein duales System haben und ein Schulsystem, das auf Leistung aufbaut, haben wir Fachanforderungen. Und wieso kann dann zum Beispiel ein Kind mit einer geistigen Behinderung in das Gymnasium, eins mit Lernen, vielleicht mit weniger Beeinträchtigung, aber nicht? Oder vielleicht doch, wo es dann vielleicht doch nicht das Abitur machen kann. Es ist dann Widerspruch. Eigentlich müsste man von der strengen Logik her, dürfte es nur eine Schulart geben. Also das ist wirklich das Dilemma. Aber wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass ich denke, ich sehe in kognitiven Beeinträchtigungen eine bestimmte Grenze. Solange wir Leistungsschulen haben und auch Fachanforderungen haben, wo auch dann die Binnendifferenzierung nichts mehr nützt, sondern äußere Differenzierung. Was ist das Resultat? Ich denke, fast in jedem Land haben wir auch Schulen, geistige Entwicklung, mit Schwerstbehinderten zum Teil. Die sind dann allerdings oft auch Restschulen, wo dann auch Schüler, die mit weniger Beeinträchtigung hinkommen, die möglicherweise nur in Anführungsstrichen verhaltensauffällig sind, aber keine intellektuellen Beeinträchtigungen haben. Das sind dann sogenannte Restschulen. Wir müssen auch anerkennen, dass es durchaus der Fall sein kann, dass Schüler mit einer gleichartigen Beeinträchtigung, ich nehme mal das Beispiel gehörlose Schüler, durchaus genau von dieser sozialen Situation aus und von ihrem Gefühl der Sicherheit und der kommunikativen Bedingungen es vorziehen, mit Schülern, die gleiche Sprache benutzen, und zwar in der ganzen Gruppe, dort beschult zu werden. Und vielleicht auch die Dispositionen, die damit einhergehen, vielleicht auch nicht nur die reine Gebärdensprache, sondern auch andere Arten der Wahrnehmung vielleicht auch andere Interessen, dass sie sich durchaus da in einer solchen Peer Group wohler fühlen können als in einem heterogenen Setting. Das mag man vielleicht selber gar nicht unbedingt ideal finden, aber das gibt es durchaus. Für mich wäre noch eine spannende Frage, die damit auch unmittelbar zusammenhängt. Sind die Schülerinnen und Schüler, die bei Ihnen an Ihrer Schule sind,
dann durchgängig da oder gehen Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Umständen auch wieder an die Regelschule? A, ist es so, dass wir gar nicht in allen Fällen die Schüler von Beginn an haben, sondern wir haben häufig auch, seit es Integration gibt und auch Inklusion gibt, vermehrt durchaus Schüler, die, wie du eben sagtest, in der Sekundarstufe 1 nach dem Ende der Primarschulzeit zu uns kommen, aus verschiedenen Gründen. Es ist aber im Grunde ein offenes, durchlässiges System. Das heißt, wenn wir finden, und deswegen schauen wir auch immer wieder im Rahmen dieser Förderdiagnostik nach allen Parametern, um zu gucken, wo gibt es Ansatzpunkte, vielleicht für den Schüler einen besseren Bildungsweg fortzusetzen, dann kann er jederzeit die Schulform wechseln. Und ohnehin ist es häufig auch so, dass Schüler, die zum Beispiel den ersten allgemeinen Bildungsabschluss an unserer Schule gemacht haben, dann an eine andere Berufsschule zum Beispiel gehen und dort dann auch weitere Schulabschlüsse anstreben können. Das sehe ich auch als sehr entscheidend an. Also wir sprachen vorhin von systemischer Offenheit. Ich finde ein vielschichtiges System eigentlich sehr gut, wenn es flexibel ist. Früher war man ja, ich musste noch in der Grundschule in der Prüfung stehen, um überhaupt aufs Gymnasium zu dürfen. Und dann waren die Wege also sehr früh festgelegt. Wenn sich da vieles öffnet, um zu sehen, was ist gut für das Kind, dann denke ich, kann man sehr viel auch in Richtung Inklusion machen. Inklusion heißt ja, wie gesagt, nicht überall gleich. Wir haben ja auch selbst als Erwachsene unsere Gruppen, mit denen wir mehr zusammen sind. Andere, wo wir uns eher exkludiert oder draußen fühlen, vielleicht auch gar nicht hin wollen. Ich denke, dass man das sehr differenziert eigentlich auch sehen muss. Genauso Kinder- und Jugendpsychiatrie ist sehr, sehr differenziert. Das ist nicht so eingesperrt sein. Wir haben zwar auch da eine betreute Station, früher nannte man das geschlossen, aber es gibt auch Tageskliniken, die schlafen dann nachts zu Hause, die Schüler. Einige, die gehen teilweise in die Klinikschule, mit ein paar Stunden schon in die Regelschule wieder. Das sind alles sehr durchlässige Systeme. Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel getan. Ich weiß, das ist eine umstrittene Frage, die Diskussion um das Sparmodell. Aber Sie haben ja eine Umfrage mit initiiert im Bundesverband Musikunterricht. Und da wäre ganz interessant, wie ist die Sicht der Lehrerinnen und Lehrer sozusagen deutschlandweit? Also dieser Punkt war einer der Kritikpunkte, die wir eigentlich aus allen Richtungen gehört haben, dass tatsächlich die Einführung der Inklusion als Sparmodell empfunden wird. Es ist ja richtig, dass, wie Sie sagten, Förderschulen mit einer kleinen Orientierungsfrequenz, kleinen Klassengrößen teurer sind, auch unter anderem wegen der dort oftmals vorhandenen Multiprofessionalität. Es gibt es ja nicht nur Lehrer dort, sondern auch Therapeuten und Erzieher und so weiter. Und vielleicht mag bei dieser Entscheidung der Einführung der Inklusion der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt haben. Und insofern ist das möglicherweise ein Motiv gewesen. Man muss jetzt aber auch sagen, dass natürlich weiterhin Ressourcen für Inklusion in alle Schulen gehen oder gehen sollen. In der Praxis ist es aber tatsächlich so, dass wir selten erleben, dass die Betreuung oder die Förderung inklusive der therapeutischen Versorgung und ich will auch mal sagen, der Versorgung in allen Fachunterrichten suboptimal ist und nicht in dem Fall gewährleistet wie an einer Sonderschule, in der zum Beispiel dort dann alle Fachunterrichte von Sonderpädagogen erteilt werden. Also Ressourcen gehen nach meiner persönlichen Erfahrung jetzt in der Regel häufig primär in die Versorgung der sogenannten Kernfächer, wobei man ja darüber diskutieren kann, warum Musik kein Kernfach ist, aber da ist ja natürlich in der Bildungsbürokratie gemeint Mathematik, Deutsch, Fremdsprache, Englisch. Und zu kleineren Teilen dann in die Fachunterrichte. Insofern ist es de facto so, dass in den inklusiven Schulen man nicht damit rechnen kann, dass dort immer zum Beispiel Sonderpädagogik und Fachlehrpersonen im Musikunterricht vorhanden ist. Interessant ist bei dieser Untersuchung, wo die meisten Befragten aus dem Gymnasium und Grundschule kamen, wer mehr Erfahrung mit Inklusion oder bereits schon hatte, es hatten ja nicht alle Erfahrung mit Inklusion von den Befragten, waren positiver eingestellt zur Inklusion als die, die keine Erfahrung hatten. Und dann, was eigentlich zu dem, was ich auch vorhin sagte, mit dem Mobbing in der Pubertät, mit der Peer Group, auch gut nachvollziehbar ist, dass Inklusion in der Grundschule besser zu klappen scheint als mit den Jugendlichen, wo auch eben vieles, wenn es um kognitive
Unterschied oder Behinderung geht, die Unterschiede eben immer größer werden in der Regel. Das ist dann ein Problem. Trotz Differenzierung, wo es dann auseinanderklappt irgendwo, wenn ich irgendwie etwas nicht mitkriege, was in der Klasse so läuft, abgesehen vom Unterricht, dann bin ich draußen. Wenn ich den Witz nicht verstehe, den die Schüler sich erzählen, dann bin ich draußen. Und das ist ganz schlimm. An Sie beide jetzt mit der Bitte um eine kurze, spontane Antwort. Drei Fragen. Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Fangen wir mit Herrn Huhn an. Also ganz speziell vielleicht. Also ein Wunsch an die Politik wäre eigentlich an die Bildungspolitik, dass sie im Grunde genommen nicht den Fundus, den wir in Deutschland haben, mit einer akademischen, fundierten Ausbildung von Sonderpädagogen leichtfertig aufs Spiel setzen. Denn das ist etwas, was keineswegs in allen, auch gar nicht in allen europäischen Ländern, erwähnt ist Italien, sichergestellt ist. Und im Moment scheint es eine Tendenz dahin zu geben, im Sinne einer Dekategorisierung, wie du das vorhin ansprachst, Lehrstühle nicht nachzubesetzen und so weiter. Und deswegen die verschiedenen Förderschwerpunkte als Ausbildungsinhalt im Lehrerstudium sozusagen zu vernachlässigen. Ein Wunsch von Björn Tischler, ja, an die Politik. Ich kann mich also dem vollkommen anschließen und das eigentlich noch ergänzen. Ich bin ein Verfechter der Leistungsgesellschaft und der Leistungsschule. Ohne das läuft keine Wirtschaft, nichts. Aber ich habe lange genug in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie gesagt, 35 Jahre gearbeitet. Oft mit hochintelligenten, hochbegabten Schülerinnen und Schülern auch. Und gesehen, mir nützt meine ganze Fähigkeit, kognitive Fähigkeit, nichts, wenn die emotional-soziale Basis nicht stimmt. Und die, ich habe ja gesagt, statt Mathematik gehen wir mal an Schlagzeug. Das ist nun ein sehr krasses Beispiel. Aber es steckt da was Fundamentales darin. Da habe ich Beziehungen aufgebaut, da habe ich Kreativität aufgebaut, da habe ich Motivation mit aufgebaut. Und darüber bin ich an Leistung dann gekommen, an den Leistungsaspekt. Das ist die Basis. Das zu erkennen, die Stärkung der ästhetischen Fächer. Nicht nur als Randfächer, sondern als Basisfächer. Das wünsche ich mir von der Politik. Zweiter Wunsch. Was wünschen Sie sich von den Eltern? Also von den Eltern in meiner konkreten Arbeit wünsche ich mir immer Vertrauen und Kooperation. Das ist was, was ich eigentlich häufig erlebe, dass Eltern tatsächlich, wenn sie merken, dass das Kind in einer Sache engagiert ist, dann auch kooperieren. Obwohl ich so über die Jahre feststellen muss, dass so die Selbstverständlichkeit, mit der Eltern vielleicht früher dann irgendwie hier an der Fabrik standen, wenn die Kinder abends ein Konzert gemacht haben und dann abgeholt werden sollten, leicht abgenommen hat. Aber das ist jetzt ein subjektiver Eindruck. Und ohne dieses, vor allem das Vertrauen geht es nicht. Und das ist etwas, was konstitutiv ist, denke ich, für die Arbeit. Herr Tischler? Ich wünsche mir von den Eltern das Gleiche wie von den Politikern, dass sie die Bedeutung des musisch-ästhetisch-kreativen für die Entwicklung ihrer Kinder erkennen und dass Kinder nicht nur Subjekte sind, die möglichst schnell das Abitur machen, sondern dass auch dazu die Persönlichkeitsentwicklung gehört. Und das anerkennen und auch die Schule damit in diesen Bereichen stärken. Das wünsche ich mir von den Eltern, genauso wie die verstärkte Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Denn das geht nur zusammen, anders funktioniert es nicht. Und das leitet über. Wie sieht es eigentlich aus? Haben Sie Wünsche an die Lehrkräfte? Ich frage das deswegen, weil Sie ja gleichzeitig auch in der Lehrerfortbildung arbeiten. Ja, das ist auch Thema tatsächlich in unseren Seminaren hier mit den künftigen Lehrkräften. Im inklusiven Kontext müssen sich Lehrer und Lehrerinnen immer vermehrt als Teamplayer verstehen, weil es immer um kooperatives Unterrichten geht. Man ist nicht mehr alleine als Unterrichtender im Raum, sondern zusammen mit Fachlehrern, mit Sonderpädagogen, Erziehern oder den Schulbegleitern. Manchmal ist die Erwachsenendichte durchaus hoch. Und unter diesen gilt es, sich abzustimmen über das Unterrichtsgeschehen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich neu lernen müssen. Das ist nicht in dem
DNA notwendigerweise drin und stellt deswegen immer auch Fragen an unser Selbstverständnis als Lehrkräfte. Und das kann man auch als Wunsch formulieren, dass praktisch Teamarbeit im Musikunterricht also ein gutes Ziel ist. Herr Tischler, Sie haben ebenfalls über Jahrzehnte in der Lehrerfortbildung gearbeitet und Sie haben alle Typologien von Lehrerinnen und Lehrern erlebt. Gibt es da eigentlich Wünsche? Es deckt sich hundertprozentig zu dem, was Michael Huhn gesagt hat. Ich denke, dass die Teamarbeit das A und O ist, auch abgesehen von Inklusion. Wir schaffen das nicht mehr alleine. Und die Klassentür zu und das war's dann. Es geht nur zusammen. Jetzt mit den digitalen Herausforderungen sowieso. Das gibt auch neue Chancen dadurch, in einem Halbsatz dazu gesagt. Aber ich denke, schon zwischen Sonderpädagogen und Regelschullehrkraft, die Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Ich habe Negativbeispiele erlebt, dass die Regelschullehrkräfte sich beklagten. Ja, ihr kommt zur Beratung und sagt, was wir tun sollen, werdet dafür noch gut bezahlt und wir müssen dann da noch überher dann dabei sein. Also dass das, ich komme auf die Politiker zurück, auch entsprechend honoriert wird. Denn Zusammenarbeit, Teamarbeit bedeutet auch mehr Arbeit, aber bedeutet auch ein besseres Ergebnis. Zum Schluss etwas ganz Persönliches. Können Sie einmal beschreiben, was eine geglückte Situation in Ihrer inklusiven Arbeit gewesen ist? Ja, die gibt es, aber es gibt auch das Gegenteil durchaus. Ja, da kommen wir gleich noch. Auf die Frage kommen wir gleich noch. Ja, ja. Zunächst mal ein Beispiel für geglücktes Arbeiten. Ja, ich will mal jetzt ab von allgemeinen Überlegungen zur geeigneten Schulform oder so ganz konkret werden. Ja, ja. Im Musikunterricht, im aktiven Musikmachen. Also ein Kollege aus einer Streicherklasse in der Sekundarstufe 1 meldete sich eines Tages und sagte, ich habe hier einen Schüler, mit dem tue ich mich seit langem schwer, der kann die Bratsche nicht spielen. So, aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung. Es stellte sich heraus, dass aufgrund einer halbseitigen spastischen Lähmung der Schüler gar nicht mit seinen Fingern die Töne auf dem Griffbrett abgreifen konnte und sich tierisch quälte damit. So, wir haben dann angeboten, ein Streichinstrument, also immer noch dieselbe Familie, das aber nicht zu greifen ist, sondern das so gebaut ist, dass pro Ton eine Saite existiert und man nur mit einer Bogenhand sozusagen diese Töne einzeln ansteuern muss. Immerhin einem Tonumfang von 1,5 Oktaven chromatisch, also das Tonmaterial war da. So, und in dem Sinne konnte er dann weiter im Streichensemble mitspielen. Es hat eine andere Klangfarbe natürlich, so, aber immerhin ist es auch ein Streichinstrument. Eine ähnliche Situation beschreibt das Gegenteil auch, also wo es misslungen ist. Das erzählte mir eine Kollegin aus Süddeutschland, die sagte, sie hat auch einem Schüler ein sogenanntes barrierefreies Instrument zur Verfügung gestellt, damit er eben dort auch partizipieren konnte. Und der sagte dann aber, nee, ich will gar nicht dieses behinderte Instrument haben. Ich möchte das spielen, was die anderen spielen. So, das konnte er aber nicht. Und das war in dem Moment dann ein unlösbares Problem. Also ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist, aber das beschreibt so Stellen, wo man immer wieder neu gucken muss. Das hat ja auch viel zu tun mit Selbstwahrnehmung und mit Fremdwahrnehmung. Ja, mit Selbsteinschätzung auch und sowas. Und das müssen wir im inklusiven Kontext auch immer wieder neu ausloten. Und also das wäre so ein Punkt, wo es dann vielleicht weniger glückt ist zu dem Zeitpunkt und ich hoffe, irgendwann doch noch ein erfreuliches Ergebnis gezeitigt hat. Die gleiche Frage an Herrn Tischler. Eine geglückte Situation und wir können gleich anschließend auch eine missglückte Situation. Also ein geglücktes Beispiel habe ich vorhin erzählt. Das habe ich nicht selber erlebt, nur im Fernsehen gesehen. Das ist für mich ein geglücktes Beispiel. Wenn ich jetzt auf, wie nannte der Kastel das, die ja, spezialisierten Funktionsbereiche innerhalb, im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, war für mich das Erlebnis, dass ich
immer noch nach vielen Jahren auch Kontakt zu Patienten hatte oder die mal zufällig getroffen hatte. Und die sagten, die Zeit in der Psychiatrie war schlimm, weil es nur mit meinem Problem zu tun hatte. Aber an die Musik erinnere ich mich sehr gern. Das war ein schönes Erlebnis. Das war was anderes und das ist geblieben. Also ich habe mit teilweise Patienten ein Jahr lang improvisiert, wo nur die Instrumente im Raum standen, sehr unterschiedliche Jugendliche. Und wir haben frei improvisiert, ohne dass ich noch was sagte. Also das war wirklich gelungen. Ein misslungenes Beispiel in einem Gymnasium, wo der Unterricht, normal, Musikunterricht, regulär lief und da waren vielleicht 5, 6 Schüler mit Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung, eine Sonderschullehrerin und ich glaube 2 Schulbegleiterinnen noch dabei. Ja, der Unterricht wurde gymnasial, frontal, normal durchgeführt und nebenher waren dann die anderen, die machten dann irgendwie mit, dann gab es ein Lied mit 6, 7 Strophen, ja, die konnten ja alle lesen, aber die anderen Schüler vielleicht nur fast gar nicht. Aber dann waren da im Kehrreim dann immer so eine Zeile mit Gelb markiert und da konnten sie dann vielleicht dann mal einen Satz dann mit sprechen, mit singen, ich weiß nicht. Das waren 2 Sachen nebenher, nicht mal nebenher. Ich fand das einfach schlimm. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ich versuche das mal für mich jetzt nochmal auch ein wenig zu verstehen, habe ich aus unserem heutigen Gespräch gelernt, dass Inklusion eben sehr, sehr viel mehr ist, als dass Kinder unterschiedlicher Art und Weise zusammenkommen, sondern Inklusion heißt eigentlich, dass Denken sich ändern muss, dass andere Lehrverfahren wichtig sind, kooperative Lehrverfahren, dass ein neues Bild auch für den Erziehungsauftrag gesehen werden muss. Das heißt, dass ganz andere Verantwortungsperspektiven sich entwickeln, dass oft allerdings das auch dort eine Grenze hat, wo einfach Ressourcen fehlen, weil man nicht beliebig dann nochmal differenzieren kann, wie es eigentlich vielleicht notwendig wäre. Eine der Hoffnungen allerdings hat man natürlich immer dann, wenn die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern darauf Rücksicht nimmt. Also die Frage, wie wird Partizipation dann unterrichtet oder realisiert, beispielsweise im Zusammenhang mit der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, wie sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg geschieht. Wir haben hier in Hamburg das große Glück, dass wir dadurch, dass Herr Kollege Huhn jetzt abgeordnet ist an diese Hochschule für den speziellen Inklusionsauftrag, zukünftig hier lehren wird. Frage an Herrn Huhn, haben Sie schon eine Vorstellung von dem, was Sie gerne unterrichten werden, wollen oder was Sie müssen und trotzdem gerne wollen? Also erstmal finde ich, gibt es an der Schulmusikausbildung in Hamburg nichts rumzukritteln. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Dinge ergänzen kann, einfach oder sagen wir mal, manche Kontexte auf diese Schülerschaft beziehen kann. Und wenn man dann erreicht vielleicht, dass die Regelschullehrkräfte und künftigen Lehrkräfte Heterogenität so ein bisschen im Blick auf Förderschwerpunkte erweitern können und umgekehrt aber auch die Sonderpädagogen die Heterogenität im Hinblick auf die Regelbildungspläne, auch mit Einschluss auf Hochbegabung mitdächten, dann wäre viel gewonnen, wenn wir das hätten. In jedem Fall, denke ich, kann man Wert legen darauf, dass im Unterricht Musik zu erleben ist, wie Björn Tischler vorhin sagte, oder zu erfahren ist. Und dass das ein Tool ist, das im Grunde genommen in allen Schularten Gültigkeit haben kann. Und dass Musik verstehen durchaus mehrere Kognitionsstufen durchläuft. Ja, und man da keine auslassen muss. Also da können wir, glaube ich, in der Pädagogik viel lernen von der Entwicklungspsychologie und Lernpsychologie. Und das würde jetzt bedeuten, dass wir zukünftig eben nicht sie sozusagen in die Ecke stellen, Sonderpädagogik, sondern dass in Wirklichkeit die Impulse, die aus der Sonderpädagogik kommen, einwirken in die Ausbildung von Musiklehrerinnen und Musiklehrern, egal welcher Schulart.
Das bedeutet aber auch, dass wir eine wesentlich größere Sensibilisierung bei den einzelnen Studierenden hervorrufen müssen und dass vielleicht auch, das klingt jetzt etwas pathetisch, sich das Menschenbild etwas ändert, nämlich bezogen auf die Schülerinnen und Schüler, die eben hier partizipieren mit dem, was sie selbst mitbringen und dass das eben ein Teil der ganz großen Vielfalt dessen ist, was wir alle mitbringen, dass wir eben nicht generalisieren können, sondern dass der Einzelne, die Einzelne eigentlich das Wertvolle ist und dass das gefördert werden muss, egal in welcher Schulart. Herr Tischler, Sie haben sich ja auch in verschiedenen Aufsätzen durchaus auch kritisch mit der Inklusion beschäftigt. Mein Eindruck ist, dass der Begriff der Inklusion oft sehr verallgemeinert verwendet wird. Und je verallgemeinernder man ihn verwendet, desto unschärfer wird er. Können Sie einmal beschreiben, wie man sich Inklusion in unterschiedlichen Stufungen vorstellen kann? Ja, ich denke, zunächst einmal ist es ein idealisierter Wunsch und ein Ziel, ein gerechtfertigtes Ziel, zum Beispiel in einer Gruppe alle Schüler, egal welche Fähigkeiten sie mitbringen, zusammen zu haben, mit ihnen zu musizieren, sie zu unterrichten, wie auch immer. Es gibt ein sogenanntes responsives Handlungsmodell, da spricht man von der universellen Unterstützung. Es gibt dann aber auch Grenzen mit Schülern, die vielleicht hier und dort Schwierigkeiten haben oder umgekehrt auch die hochbegabt sind, die spezielles Futter brauchen. Dann geht es um eine sogenannte selektive Unterstützung, die vielleicht auch eine zweite Lehrkraft brauchen. Und dann gibt es einfach die Grenzen einer Institution, die Grenzen der Schule. Dann geht es um eine indizierte Unterstützung. Das wäre das Beispiel, wo ein Schüler in einer Schule nicht mehr gefördert oder nicht mehr getragen werden kann, wo die Schule, das System überfordert ist. Dazu haben wir andere Systeme. Ob die immer besser sind, ist die zweite Frage. Aber es gibt da einfach die Grenzen. Dieses System kommt aus dem Amerikanischen, genauso wie das Pyramidenmodell von Fox. Die sieht als Basis die Unterstützung, das System und die Richtlinien, die wir ja auch haben. Da drauf kommt, spricht sie auch von universeller Förderung, dann im sekundären Bereich von der Prävention und dann tertiär die Intervention. Das entspricht also dem anderen. Und ich denke, wir haben in Schleswig-Holstein zumindest ein sehr gutes Modell. Wir haben nämlich eigentlich eine Trias der Inklusion. Das ist zunächst die Prävention. Dann ist es der gemeinsame Unterricht und der getrennte Unterricht. Das muss man abwägen. Interessanterweise haben wir keine Sprachheilgrundschulen oder fast keine mehr in Schleswig-Holstein, sondern dort werden an dessen Stelle Erzieherinnen fortgebildet von Sonderschullehrerinnen im Sinne einer Sensibilisierung für Sprache. Das heißt, die Erzieherinnen im Kindergarten, in Kindertagesstätten, werden daraufhin sensibilisiert, Sprache bei den Kindern zu fördern und gegebenenfalls auch aufmerksam zu werden, wo wirklich schwere Sprachstörungen sind, dass sie diese überhaupt wahrnehmen können und dann, dass rechtzeitig da etwas getan wird. Das Ergebnis ist, dass wir fast keine sprachgestörten Kinder mehr in den Grundschulen haben, was früher da war. Also es ist ein enormer Erfolg. Und Christiane Christiansen, die das initiiert hat, ist dadurch bundesweit auch bekannt geworden durch dieses System. Das ist auch Inklusion, die Prävention. Habe ich das richtig verstanden? Noch mal eine kurze Nachfrage, dass du Grenzen der Beschulbarkeit siehst für manche Schüler oder Schülerinnen, die also nicht im System Schule, welcher Form auch immer, unterrichtet werden können, sondern außerhalb dessen. Denn dem würde ich gerne widersprechen wollen, weil ich denke, dass wir für alle Schüler und Schülerinnen, gleich welcher Förderschwerpunkt, einen Bildungsanspruch formulieren können. Und deswegen würde ich nicht davon ausgehen wollen, dass es da sozusagen ein Inklusiv und Exklusiv gibt in diesem Sinne.
Ja, ich glaube, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich wollte nur aufzeigen, dass es in einem System, in jedem System gibt es mal Grenzen, wo wir einen Schüler, eine Schülerin zum Beispiel nicht mehr fördern können oder wo Unterricht nicht mehr möglich ist. Und dann suchen wir nach einer anderen Möglichkeit, wo das vielleicht besser ist. Das sind jetzt aber keine absoluten oder zeitlich überdauernden Maßnahmen, sondern nur vorübergehende, wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch zum Beispiel das Jugendgefängnis oder ein Heim oder wie auch immer. Das ist vorübergehend, ist Unterricht, ist eine Beschulung im üblichen Sinne nicht möglich. Aber dort wird dann versucht, wieder an Regelunterricht heranzuführen. Also es bleibt immer das Bildungsziel erhalten. Gewiss, am Ende unseres Gesprächs müssen wir feststellen, wir haben vieles angesprochen. Bei einer Reihe von Fragen würde man sich wünschen, noch einmal weiter in die Tiefe gegangen zu sein. Das ist eine schwierige Geschichte, denn dazu brauchten wir eine ganze Reihe von zusätzlichen Videos. Heute ging es erst einmal um das ganz Grundsätzliche, nämlich was kann Inklusion leisten, wo sind die Grenzen der Inklusion und an welchen Punkten müssen wir arbeiten. Festzustellen ist in jedem Fall, es geht uns um den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin. Es geht uns um eine Form der Differenzierung, die das Schulsystem nur teilweise leisten kann. Aber das Entscheidende ist, wie können wir Schülerinnen und Schülern in ihrem So-Sein so fördern, dass sie am Ende zu den Menschen werden, die sie eigentlich auch werden wollen. Das heißt, ihre eigenen Potenziale können wir versuchen zu wecken, auch mit dem Musikunterricht und vielleicht oftmals auch gerade im Musikunterricht und manchmal auch nur noch im Musikunterricht. Diese Chance sollten wir nicht aufgeben, aber wir müssen sehr genau hinsehen, wo der Einzelne und die Einzelne sich befindet. Wenn wir das schaffen, dann ist mit Inklusion ein Stück weit etwas erreicht, was wir sonst nicht erreichen könnten. Darauf bleibt uns letztlich nur zu sagen, das können wir hoffen und wir müssen uns täglich in der Ausbildung und im Unterricht dazu bemühen, dass wir Schülerinnen und Schüler als solche Menschen erreichen, als Individuen.